Okay. Freunde, wir sind gerade auf dem Weg zu Dirk. Und zwar Dirk in Oldenburg auf der VO. Und ihr kennt das Spiel. Unterwegs, für unterwegs immer problematisch. Was ist man unterwegs? Was ist man unterwegs, was nicht schadet? Was so einigermaßen gesund ist und gut für die Figur? Da habe ich zum Beispiel mal dabei Tomätchen und, Freunde, sensationeller stinkender Käse. Das ist nicht jedermanns Freund und ich kann euch sagen, am besten ist, man isst ihn relativ schnell weg, weil der stinkt nämlich den ganzen Rucksack voll. Ja, ich habe da einen Vorteil. Ich war über 13, 14 Jahre immer auf Wettkämpfen. Und wenn du auf Wettkämpfe gehst, dann bist du einfach konditioniert, dass du immer was zu essen dabei hast. Und da kannst du nicht einfach unterwegs irgendwo in Burger gehen oder in Pizzeria oder sonst irgendwas, sondern du brauchst da immer was einigermaßen Gesundes. Und ich habe eine Auswahl dabei. Ich zeige es euch mal. Das sind meine Tomätchen, die liebe ich. Cocktailtomaten. Und, Achtung, Frischkäse. Noch eine zweite Ladung an Quäse, Quark und Käse. Und wenn man schon dabei sind, Freunde, ist ja nicht so, dass wir geizig sind. Wir sind ja nur 2 Tage unterwegs. Aber jetzt Käse und jetzt kommt was mega Geiles. Ich mache jetzt keine Werbung. Das ist das geilste Brot ever. Das ist ein Brot und zwar, da ist kein Mehl drin, das sind nur Körner drin. Kein bisschen Mehl, keine Konservierungsstoffe, nix. Und das schmeckt so lecker, es sind einfach nur gepresste Körner. Und wenn du da 2 Scheiben davon gegessen hast, dann bist du auch mal richtig satt, richtig babsatt. Hat auch gute Werte, was Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette anbetrifft, sehr hochwertig. Und was haben wir noch? Ah, natürlich, klar. Karotten dürfen nie fehlen. Vor allem für alle Männer, damit die gute Augen haben. Oder habt ihr schon mal einen Hase mit einer Brille gesehen? Nee, also. Deswegen Karotten. Hast du schon mal einen Löwen mit einer Brille gesehen? Einen Löwen mit einer Brille? Ja. Ja, oder? Nee. Aber die sehen nichts mehr, die laufen immer so komisch in der Gegend rum. Doch, Löwen, die sind, wenn sie alt sind, sehen die nicht mehr so richtig. Hast du mal einen Maulwurf mit einer Brille gesehen? Der sieht sowieso nichts, der Maulwurf. Der sieht eh nichts. Haha, der Maulwurf mit einer Brille. Der Gag ist wohl in die Hose gegangen, oder? Aber gewaltig. So. Mandeln. Keine Werbung und Nussvariationen und es geht weiter, ist noch nicht fertig. Nochmal Nüsse, schon portioniert. Das kann man für unterwegs im Aufmachen gleich, hat man griffbereit. Was haben wir noch? Ein Messer, falls dir irgendjemand sein Essen klauen will. Brauchst du ein Messer, damit du dein Essen verteidigen kannst. Ja, und natürlich ein sogenanntes Vesperbrettchen, so dass es auch schön elegant aussieht. Da legt man dann schön die Tomaten drauf, schneidet sie auf, Käse drauf, bisschen Brot drauf. Dann hat man immer was zu essen. Und wisst ihr, was das Gute daran ist, wenn man was zu essen hat? Das Problem ist, jeder Mensch, wenn du Hunger hast irgendwann und du bist jemand, der gesund ist und du hast echt Kohldampf und du hast dann lange Zeit nichts zu essen, dann kommst du tatsächlich in die Versuchung, Sachen zu essen, die einem nicht gut tun, also ungesunde Dinge. Und wenn man Sachen dabei hat, Essen dabei hat, dann ist es wieder eine präventive Maßnahme, sich nicht mit irgendwelchem Zeug vollzustopfen, was einem definitiv nicht gut tut. Bei mir ist natürlich auch besonders wichtig, ich stehe die nächsten 2 Tage vor 3000 Leuten auf der Bühne mit hautengem Shirt und da wäre es nicht gut, wenn hier, da glaubt ja keiner was. Und deswegen, ja, ist mein Flow, Essen mitnehmen und das ist nicht schlimm, das ist easy. Man muss es halt einfach machen und muss es vorbereiten. Man muss sich richten und in meinem Fall möchte ich jetzt vielleicht noch ein Lob aussprechen. Wisst ihr, ich habe einen großen, ganz, ganz großen Vorteil. Ich bin zu meiner allerliebsten Herzdame immer sehr, sehr lieb und dadurch, dass ich so lieb bin zu meiner Herzdame, auch fleißig den Müll runterbringe, tja, kriege ich solche Sachen natürlich auch mal hingestellt. Die achtet immer sehr darauf, dass ich nichts vergesse.
Und dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar. So ist es halt bei Mr. T zu Hause. Herrscht Zucht und Ordnung. Korrekte Arbeitsverteilung, ich bringe Müll runter und den Rest macht meine Frau. Nee, so schlimm ist es nicht. Es ist einfach so, dass es gut ist, wenn man solche Sachen dabei hat, sich für unterwegs versorgt und eben nicht irgendwelches Zeug essen muss, Fastfood essen muss, das nicht besonders gut ist, nicht besonders gut tut. Und vor allem ist es bei mir so, ihr kennt vielleicht schon der eine oder andere meinen, wie soll man das sagen, ja, das ist so ein bisschen eine Metapher mit dem Rennpferd. Rennpferd und der Bauer, der eine oder andere hat schon gehört. Ja, verlinkt das Video. Genau, es verlinkt mal das Video, der Rennpferd und sein Bauer. Und wenn du nämlich ein Rennpferd bist, dann solltest du darauf achten, dass du auch Futter kriegst für ein Rennpferd. Ja, dann bleibst du ein Rennpferd. Und wie ist bei Rennpferde? Rennpferde sind richtig schnell, sind sehr leistungsfähig und Rennpferde brauchen halt eben gutes Futter. Und deswegen, ihr Freunde, ihr Lieben, Vorbereitung ist das halbe Leben. Und ich esse jetzt noch nichts, weil ich noch keinen Hunger habe. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Wir haben insgesamt 6,5 Stunden Fahrt, oder? Ja. 6,5 Stunden Fahrt. Also ich gehe jetzt mal in die Uhr und sag mal, wir haben jetzt 4:10. Wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn mein Körper ist konditioniert, werde ich gegen 18.30 Uhr bis 19 Uhr spätestens, fängt mein Magen an, komische Signale von sich zu geben. Das ist normalerweise die Zeit, wo ich eine kleine Zwischenmahlzeit habe in Form von einem Proteindrink. Heute habe ich keinen Proteindrink dabei, wobei, stimmt gar nicht, habe ich doch dabei. Stopp. Auch gut für unterwegs. Auch gut für unterwegs, guck mal hier. Mein Shaker in Farben der Frau. Und da haben wir auch noch was, guck mal. Meine Portion Whey-Protein. Auch mit dem Start. Das ist heute ausnahmsweise Schokolade. Normalerweise bin ich der Himbeer-Joghurt-Fan oder Alta Lemon Cheesecake. Eins von beiden. Entweder Himbeer-Joghurt, Lemon Cheesecake. Was haben wir noch? Ah, Mango-Melon. Mango-Melon ist extrem lecker. Und das habe ich immer dabei, egal wo ich bin. Wenn ich länger wie 24 Stunden weg bin, ist einiges mit dem Start. Wasser habe ich heute vergessen. Dann müssen wir das ekelhafte Wasser aus dem Klo nehmen. Machen wir nicht. Nein. Das, Gott sei Dank kann man ja Wasser kaufen. Wobei natürlich auch da bin ich sehr, sehr geizig, weil so eine Flasche Wasser in so einem Zug der Deutschen Bundesbahn ist so sauteuer, dass ich in der Regel auch noch Wasser mit dabei habe. Das habe ich jetzt heute ausnahmsweise mal vergessen. Aber wir müssen einmal eine Flasche Wasser kaufen. Okay, also Freunde, wenn ihr in Zukunft unterwegs seid, dann packt euch einfach ein bisschen was ein, bereitet es vor, ihr müsst halt einfach frühzeitig einkaufen oder jemanden damit beauftragen, der es für euch einkauft und dann habt ihr alles mit dabei und müsst nicht unterwegs Sachen essen, die euch nicht gut tun. So, und wir, Kollege, es ist 4:10. Wir gucken, dass wir jetzt einen Zug kriegen, oder? Machen wir. Dass wir rechtzeitig wegkommen.